Hallo und herzlich willkommen zu Mikes Koch und Backstudio. Ja, heute möchte ich was ganz Besonderes machen. Und zwar, ich mache heute Leber nach Berliner Art. Ja, was ist Leber nach Berliner Art? Das ist einmal die Leber, Zwiebeln und Apfelringe. Aber ich mache da noch ein bisschen mehr draus. Ich mache mir noch Kartoffelstampf dabei und noch eine kleine Soße. Und alles, was ich dafür haben muss, seht ihr gleich nach meinem Intro. Ja, was muss ich alles für meine Leber Berliner Art haben? Ich habe hier den Hauptdarsteller, die Leber, das ist Rinderleber. Ne, stimmt gar nicht, ist Schweineleber, sorry. Ihr könnt aber auch Kalbleber oder Rinderleber nehmen. Dann habe ich hier ein bisschen Mehl gleich zum Melieren. Dann habe ich hier zwei Gemüsezwiebeln, die habe ich mir schon mal in Scheiben geschnitten. Dann habe ich hier zwei Äpfel, einmal Butter, Pfeffer und Salz, ein bisschen Muskat, ein bisschen Tomatenmark. Dann habe ich hier Rinderbrühe. Dann habe ich hier ein bisschen Rotwein. Dann muss ich noch haben ein bisschen Sahne. Milch für nachher für ein Kartoffelpüree. Und hier bin ich mir schon mal meine Kartoffeln am Vorkochen. So, wir fangen jetzt mit der Leber an. Ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Butter. Und dass sie schon mal in der Pfanne schmelzen. Dann ziehe ich mir mal schnell den Handschuh an. Und dann werde ich die Leber auf beiden Seiten melieren. Und zwar einfach nur hier reinlegen ins Mehl. Mal kurz wenden. Bisschen abtupfen. So. Und dann werden wir die Leber in der heißen Pfanne von beiden Seiten etwa 2-3 Minuten anbraten. So. Und meinen Herd habe ich, oder meinen Herd bin ich am Vorheizen auf 150 Grad Umluft. Dann lege ich gleich noch, wenn die Leber fertig ist, rein. So, ich habe jetzt hier meine letzten zwei Stücke Leber in der Pfanne drin. Die hole ich jetzt raus und gebe die im Ofen ein. Warm gehalten, so, und jetzt geben wir wieder ein Stückchen Butter in der Pfanne. So. Und wenn das jetzt geschmolzen ist, dann geben wir unsere Zwiebel mit hier rein und braten das in der selben Pfanne an. In der Zwischenzeit, während die Zwiebeln anbraten, nehmen wir unseren Apfel, teilen den einmal, schneiden das Kerngehäuse aus raus und dann schneiden wir uns den Apfel in schöne Spalten. Ja.
ausreichen. Und das Schmoren ist alles schön gesagt. So, ich habe mir jetzt hier schon mal eine zweite Pfanne aufgestellt, gleich für die Soße. Und das hier sind meine Zwiebeln mit den Apfelscheiben und die würzen wir jetzt kräftig mit Salz und Pfeffer. Und das lassen wir jetzt auf niedriger Temperatur ein bisschen vor sich hin schmoren. Jetzt gucken wir mal, ob die zweite Pfanne heiß genug ist. Auch wieder ein bisschen Butter. Und dann nehmen wir uns so, Temperatur ein bisschen runterdrehen. Dann nehmen wir uns hier von den Zwiebeln und Apfelringen ein bisschen, geben das hier rein. Mit. So. Und dann nehmen wir uns Tomatenmark, geben den damit bei und schmoren das an. So. Haben wir den Tomatenmark auch mit ein bisschen mit angeschwitzt. Jetzt nehmen wir uns den Rotwein. Kippen den dazu und lassen den einreduzieren. So, und jetzt nehmen wir uns hier die Rinderbrühe. Geben die dabei. So. Und kochen das Ganze noch mal auf. Und ich werde jetzt mal den Topf mit der Pfanne tauschen, weil jetzt machen wir uns gleich unsere Stampfkartoffeln. So. Ich gebe jetzt mal schnell die Kartoffeln ab. So, der Topf dann wieder drauf. Kartoffeln zurück und ausdämpfen lassen. Und gleichzeitig beim Ausdämpfen geben wir ein Stück Butter dabei. So, meine Butter ist jetzt fast geschmolzen. Jetzt werden wir die Kartoffeln zerdrücken. Also ich nehme immer hier meinen Stampfer. Ich habe aber auch schon gesehen, dass welche einfach einen Mixer nehmen und die Kartoffeln damit zermanschen. Ich würde euch empfehlen, nehmt immer so einen Kartoffelstampfer. Das wird dann schöner. Jetzt gebe ich hier Milch rein. Nehme ich mir einen Kochlöffel und rühre dann rum, bis ich meine gewünschte Konsistenz erreicht habe und gebe dann immer nach und nach ein bisschen Milch rein. Jetzt habe ich unsere Konsistenz fast erreicht. Jetzt gebe ich hier ein bisschen
Muskat mit bei. Pfeffer. Und auch noch ein bisschen Salz. Perfekt. Perfekt. So. Deckel drauf, das lassen wir jetzt mal auf der Platte stehen. So, und wir geben jetzt hier in der Soße noch ein kleines Stück Butter rein. Und würzen dann auch nochmal mit Pfeffer und Salz. Wären wir jetzt gleich fertig und können anrichten. So, und zum Schluss kommt hier noch ein kleiner Schuss Sahne mit drauf. Ja, so meine Leber Berliner Art mit Stampfkartoffel und einer kleinen Soße ist jetzt fertig und wir können anrichten. So sieht meine Berliner Leber Art aus, oder Art Berliner Leber mit Kartoffelstampf. So, dann wollen wir mal probieren. So, schneiden wir Leber mal in der Mitte durch. Und so sieht meine Leber von innen aus. Jetzt mal. Boah. Wunderbar, Leber genau auf den Punkt. Kartoffelpüree-Speck, Zwiebeln mit Apfeln, die Soße dabei. Wunderbar. Das werden wir uns jetzt gönnen. Ja, wenn euch ein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, lasst mir einen Daumen da, lasst mir einen Kommentar da. Rezept setze ich euch wie immer in die Infobox. Und schau doch mal hier in meine anderen Videos rein. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, sagt euer Mike. Und abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos.